Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Cool, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Heute geht es um drei richtig coole Waffen in Zelda Tears of the Kingdom, die ihr so wahrscheinlich noch gar nicht benutzt. Wo ihr die Waffen findet und welche das genau sind, das erfahrt ihr jetzt. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Zuerst einmal geht es um die Zauberstäbe. Es gibt einen langen, einen großen und einen kurzen. Die kurzen Zauberstäbe bekommt ihr meistens von diesen Pyromagus-Viechern. Ihr seht jetzt hier einmal einen kurzen Zauberstab mit einem Eiseffekt. Den findet ihr hier an dieser Stelle. Also ich zeige euch direkt mal drei Stück, damit ihr die auch direkt habt. Dann findet ihr hier noch einen mit einem Feuereffekt. Auch wieder ein Pyromagus, ist ja klar. Der hat auch leider nur einen kurzen Zauberstab. Findet ihr hier an dieser Stelle. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die einen großen oder einen langen Zauberstab haben. Und ihr habt hier jetzt noch einen Elektrostab. Auch wieder einen kurzen. Den findet ihr nochmal hier an dieser Stelle in Ost-Nekluda. Also sammelt euch die am besten ein. Wenn ihr einen großen haben wollt, also einen großen Zauberstab oder einen langen Zauberstab, dann besucht am besten hier diese Schreine. Einmal den hier. Da müsste ein großer Zauberstab einfach in einer Truhe drin sein. Und den hier in der Nähe vom Hateno-Institut. Ich glaube, da war ein langer Zauberstab drin, auch wieder in einer Truhe. Und was macht ihr jetzt damit? Ganz einfach, wenn da noch keine Edelsteine dran sein sollten, dann verbindet die mal mit Edelsteinen und baut euch Elementwaffen. Ihr seht jetzt mal hier den Unterschied, einmal der große Zauberstab und einmal der lange Zauberstab. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede, gerade hier bei dem Eiseffekt. Da seht ihr mal, wie groß diese Kugel ist mit dem großen Zauberstab. Und hier seht ihr nochmal die Feuerwaffe mit den Feuerkugeln. Und diese Waffen sind einfach nur absolut geil. Ich finde die Eiswaffe fast am besten, damit könnt ihr sehr, sehr schnell aus sehr weiter Entfernung Gegner einfrieren und danach, wenn ihr wollt, direkt mit Feuerkugeln bekämpfen. Was auch noch sehr, sehr geil ist, wenn die eingefroren sind und ihr benutzt im Anschluss eine Elektrowaffe, dann entsteht so eine Elektrokugel, so eine Elektrokuppel. Und damit könnt ihr Gegner schocken, die in der Nähe sind. Das seht ihr jetzt hier ganz gut, obwohl ich die gar nicht bekämpfe. Also auch ein mega cooler Effekt, solltet ihr ab und zu mal nutzen. Aus der Entfernung ist natürlich der Feuerstab schon ein bisschen cooler oder der Elektrostab. Da könnt ihr natürlich auch hier die Gegner abschießen, wenn ihr wollt, wenn die schon eingefroren sind. Und ihr seht jetzt mal hier, wie weit wir weg sein können von den Gegnern und die frieren trotzdem ein. Also der absolute Wahnsinn, gerade mit dem langen Zauberstab. Das seht ihr auch nochmal ganz gut. Total cool, was für eine Reichweite dieser Eiseffekt hat. Und hier auch nochmal total geil. Also ihr könnt auch extrem viele Gegner auf einmal einfrieren. Der eine hat jetzt einfach nur Glück. Sonst wäre der auch eingefroren, den könnt ihr aber direkt auch elektroschocken, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch Gegenstände kaputt machen, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Auch total geil, also ein bisschen Holz damit zerstören. Oder was auch total cool ist, gegen einen Leunen. Schießt mal mit dem langen Feuerstab einfach drei Feuerkugeln hier über den Rasen. Dann fackelt ihr alles ab, ihr könnt hier lang fliegen, auf den Leunen klettern. Wenn ihr wieder runterspringt, gleich nochmal hier den Rasen abfackeln. Und dann könnt ihr immer diesen Wind nutzen, um in den Slow-Motion-Modus zu kommen. Also der absolute Hammer. Holt euch auf jeden Fall diese Zauberstäbe, Leute. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für euer Abo. Habe ich schon lange nicht mehr erwähnt in meinen Videos. Also danke für eure Unterstützung. Echt cool. Als nächstes schauen wir uns mal den Sevin-Bumerang an. Ihr könnt auch einen anderen Bumerang benutzen, aber der ist schon ziemlich cool. Den findet ihr auf jeden Fall im Untergrund. Aktiviert hier die Wurzel. Und da müsst ihr nur zu dieser Truhe. Da könnt ihr euch den einsammeln. Und was ist daran so geil? Verbindet mal diesen Bumerang, wenn ihr zwei Stück habt, einmal mit einem Frosthorn und einmal mit einem Säbelhorn. Da habt ihr jetzt zum Beispiel eine Elementwaffe, also ein Elementbumerang und eine sehr, sehr starke Waffe, also ein Säbelhornbumerang. Und jetzt könnt ihr Gegner einfrieren, wenn die sich so versammeln, da mache ich das meistens. Und im Anschluss werft ihr einfach den starken Bumerang und versucht natürlich mehrere Gegner auf einmal zu treffen. Ihr könnt aber auch die ganze Zeit den Eisbumerang werfen. Dann zerstört ihr auch schon viele Gegner. Aber wenn zu viele eingefroren sind, würde ich meistens dann lieber den Säbelhorn-Bumerang werfen. Und wenn ihr ihn auch einmal vorbei werft, ist trotzdem nicht schlecht. Rennt einfach weg und meistens bekommt der Gegner den trotzdem ab dem Bumerang und friert dann ein. Und ihr könnt ihn danach bekämpfen, wie ihr wollt. Was auch sehr, sehr geil ist, wenn ihr sehr viele Gegner seht, werft den Bumerang einfach irgendwo hin und rennt dann um die Gegner herum. Meistens trefft ihr zwei Stück, manchmal sogar drei Stück, die frieren ein oder sterben sofort. Also auch total geil. Und ihr müsst eigentlich nicht viel machen. Der absolute Hammer ist aber ein Bumerang verbunden mit einer Kanone. Seht ihr jetzt mal hier, sehr, sehr stark, Leute. Macht das mal und ihr werdet sehen, die Gegner rennen sofort weg. Weil die genau wissen, die Waffe ist einfach zu mächtig. Also ist einfach zu krass.
Wenn die Gegner sich weiter oben aufhalten, könnt ihr auch R drücken und die Gegner mit einer Kanone abschießen. Auch gar kein Problem. Und wenn die unten sind, knallt ihr die einfach die ganze Zeit ab. Das könnt ihr eigentlich in jeder Situation gebrauchen. Hier allerdings wichtig zu erwähnen, ihr braucht schon ziemlich viel Batterie. Also schaut da, dass ihr ein Item benutzt, dass die Batterie nicht zu schnell weggeht und dann knallt ihr einfach alle ab. Und zum Schluss geht es um die Lichtschuppenlanze. Die habt ihr bestimmt schon mal benutzt. Wenn nicht, dann holt ihr euch auf jeden Fall, ihr müsst einmal hier an diese Stelle, denn da bekommt ihr die Sora-Lanze. Wir brauchen die erst einmal. Das klappt auch, glaube ich, erst nach dem Dungeon, also nach dem Sora-Dungeon. Danach geht ihr hier in das Dorf der Soras, denn da gibt es einen Laden. Seht ihr jetzt hier den Krämerladen. Und da bekommen wir dann, wenn wir alles zusammen haben, diese Lichtschuppenlanze. Ihr seht ja das jetzt, wir brauchen einmal die Sora-Lanze, die haben wir schon, 3 Diamanten und 5 Feuersteine. Die Diamanten findet ihr ganz, ganz locker in der Südmine und auch die Feuersteine. Oder ihr schaut mal in Gerudo nach, da könnt ihr auch Diamanten kaufen. Also sammelt euch das alles ein und holt euch dann hier die Lichtschuppenlanze. Und die solltet ihr am besten mit einem Säbelhorn verbinden und dann habt ihr eine mega krasse Reichweite. Das ist halt total geil gegen Echsen, denn die nerven auch meistens wirklich so, wie die durch die Gegend springen. Und da ist diese Lichtschuppenlanze der absolute Hammer. Was ist daran noch so geil? Ihr seht, wir haben jetzt eine Angriffskraft von 77. Wenn wir aber nass werden, das können wir selbst erzeugen mit einem Schleimgelee, da sind wir nass, dann bekommen wir eine doppelte Angriffskraft. Da seht ihr jetzt hier Angriffskraft 154, also falls mal starke Gegner auf euch warten, dann einfach nass machen mit einem Schleimgelee, also unseren kompletten Körper sozusagen. Und dann haben wir eine doppelte Angriffskraft und können auch die starken Gegner erledigen. Und das ist sehr, sehr geil an dieser Waffe. Wenn es regnet, habt ihr gar keine Probleme. Dann habt ihr immer die doppelte Angriffskraft. Also rennt einfach in den Kampf und macht die alle fertig. Denn die Waffe ist dafür wirklich sehr, sehr gut. Gerade im Bereich im Dorf der Soras, da regnet es ja sehr oft. Wenn ihr Sidon schon habt, auch total cool, dann benutzt seine Fähigkeit. Dann habt ihr diese Eiskugel und dann habt ihr auch immer den doppelten Angriff. Also immer wenn ein Gegner kommt, geht zu Sidon, holt euch diese Eiskugel, ganz einfach, oder diese Wasserkugel, keine Eiskugel, sondern Wasser, und macht die Gegner ganz, ganz locker platt. Ich finde die Waffe sogar auch ziemlich gut gegen Leunen, denn die ist sehr, sehr schnell. Und das Coole ist, wir können einen Leunen auch aus der Entfernung einigermaßen treffen. Das seht ihr jetzt gleich auch nochmal, also wir können hier ausweichen, wenn das perfekte Ausweichen nicht klappt, können wir trotzdem ein paar Mal auf ihn draufhacken, und haben immer noch genügend Zeit auszuweichen oder wegzurennen. Und da seht ihr jetzt hier mal die Entfernung. Also wir können sehr, sehr weit von ihm wegstehen und ihn trotzdem treffen. Und das ist halt einfach sehr hilfreich. Gerade wenn wir das perfekte Ausweichen noch nicht so ganz beherrschen. So können wir ab und zu auf ihn draufhacken, wegrennen und ihn dann auch so nach und nach besiegen. Also holt euch auf jeden Fall diese Waffe. Und das war's mit diesem Video. Also ihr merkt schon, da gibt es schon viele Kombinationen, die ihr verwenden könnt. Schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, was ihr so mit diesen Waffen angestellt habt oder ob ihr diese Waffen überhaupt schon benutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt noch ein Like, ein Abo und aktiviert auch die Glocke. Das würde mich freuen. Und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.